Jo Leute, was geht? Ich bin Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Charlie-Charlie-Spiel. Aber diesmal geht's speziell um Anna und ich glaube, ich werde wieder durchdrehen, wenn sich der Stift bewegt. Ich drehe durch, Leute. Ich habe schon fast vergessen, wie gruselig das eigentlich ist, aber heute kommt wieder der Moment. Und eigentlich hatte ich auch schon vor, direkt als ich das erste Charlie-Charlie-Spiel gespielt habe, ich glaube, das habe ich auch in meinem letzten Video noch gesagt, das weiterzuspielen, weil ich das Spiel noch nicht beendet habe. Aber Leute, ich habe das an dem Tag noch beendet. Ich hatte keine Lust mehr. Leute, wirklich, jetzt, das war einfach too much. Erstmal das Charlie-Charlie-Spiel und dann draußen dieser eingefrorene Olaf. Nein, Leute, ich wollte das Spiel einfach nicht mehr weiterspielen. Und man muss es beenden, weil sonst lässt man ein Tor offen, angeblich, ja, für Dämonen und negative Kräfte und keine Ahnung, für Charlie. Und nein, Leute, darauf hatte ich keinen Bock. Ich habe keine Lust auf weitere Geister hier zu Hause oder sonst irgendwas. Also ich habe das Spiel einfach beendet, egal wie gruselig das war. Es ging auf ja, dann habe ich mich verabschiedet und habe den Zettel zerstört. Ich habe zwar noch die Stifte, ich habe auch irgendwie gelesen, dass irgendwie einige meinten, man muss die Stifte verbrennen, aber keine Ahnung, es gibt unterschiedliche Anleitungen. Es war sowieso auch schon, keine Ahnung, 4 Uhr schon oder fast 4 Uhr mittlerweile da zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es gar nicht mehr genau und ja, man soll ja immer Charlie Charlie um 3 Uhr spielen, also besser ist, wenn ich das jetzt von vorne starte. Und hoffentlich kriegen wir Antworten jetzt endlich mal, weil Anna ist ja angeblich in Gefahr, Olaf ist in Gefahr und ich weiß einfach nicht, wieso, weshalb, warum. Vielleicht sollte ich Frozen 2 gucken, ich weiß es nicht. Und ja, schaffen wir vielleicht diesmal, ich bin gespannt, über 30.000, ja, aus Team Anna zu finden, damit wir Anna helfen können. Wer hat Lust, Anna zu helfen? Der sprengt jetzt den Daumen nach oben und ja, da weiß ich auch, dass es nicht umsonst war, jetzt wieder Charlie Charlie zu spielen. Spielen wir erstmal das Spiel. Ich will jetzt nicht so viel labern. Ich bereite das wieder vor. Und Fragen habe ich mir schon überlegt. Dazu gleich mehr. Ja. Das mache ich jetzt einfach. Also, let's go. Ich werde wieder so zittern. Ich zitter jetzt schon, obwohl noch nichts passiert ist. Aber ich kann doch nicht mal eine gerade Linie malen. Was ist das? Was ist das? Ruhig dich, Becky. Es ist nur ein Stift, der sich diesmal bewegt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mir auch Fragen überlegt. Und zwar habe ich mir so eure Kommentare angeschaut und ich habe selber so ein bisschen nachgedacht, was man fragen könnte, weil, ja, ich habe ja nur die eine Möglichkeit und ich will nicht verkacken, Leute. Nicht, dass ich irgendwas vergesse oder so. Ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben, weißt du, ob was mit Anna passiert ist? Also, er sagte ja, Anna ist in Gefahr. Also, irgendwas muss ja geschehen sein. Ich kann ja leider nicht fragen, was genau, aber ob was passiert ist, weil das kann er ja mit ja oder nein beantworten. Dann, ob Anna irgendwie eine besondere Kraft hat oder so, weil das Komische ist ja, warum ist Anna in Gefahr? Weil Elsa liebt doch eigentlich ihre Schwester. Ich meine, die sind zusammen groß geworden. Schwestern lieben sich eigentlich, normalerweise. Und ja, da versuche ich irgendwie an Annas Nummer ranzukommen. An die verfluchte Nummer von ihr. Vielleicht gibt es eine, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, ich habe auch noch ein paar mehr drauf, aber das waren jetzt so die wichtigsten. Und wir werden mal jetzt um 3 Uhr nachhaken. Wie lange haben wir es jetzt noch? Okay, 2.34 Uhr ist es. Und ich bin gespannt, was Charlie sagen wird. So Leute, es ist jetzt Punkt 3 Uhr. Okay, beginnen wir jetzt mit dem Charlie-Charlie-Spiel. Okay, als erstes müssen wir ja fragen, ob er hier ist oder ob er spielen möchte. Charlie, Charlie, bist du hier? Mal schauen, ob er da ist. Oh mein Gott, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Nicht den Stift gleich wegschmeißen, Becky, nicht den Stift gleich. Oh mein Gott, er ist da! Okay, er hat ja gesagt. Okay, er ist hier. Oh mein Gott, Leute, ich komme nicht drauf klar. Dann noch eine ruhige Hand haben, ey. Okay, Charlie, Charlie, weißt du, ob was mit Anna passiert ist? Mal gucken, ob was mit Anna passiert ist. Ja! Charlie sagt ja. Es ist was mit Anna passiert. Aber das passt auch dazu, dass er sagte, sie ist in Gefahr. Charlie, Charlie, hat Anna eine besondere Zauberkraft oder so? Vielleicht, ja, dass Elsa irgendwie eine Gefahr sein könnte für sie oder... Nein? Also Anna hat keine Zauberkraft, okay? Was ist denn dann der Grund? Wenn Elsa, also wenn ihre Zauberkraft die Gefahr ist und ihr ist was passiert, fragen wir jetzt mal, ob das Ganze bewusst war von ihr oder nicht. Okay, Charlie, Charlie, war es bewusst von Elsa, dass vielleicht Anna angegriffen wurde? Was? Ja? Nein? Ja, was meint Charlie? Weiß er es wieder nicht? Oder pendelt sich das gerade ein? Ja? Oh mein Gott, Leute, was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott.
Nein? Also es scheint nicht bewusst von ihr gewesen zu sein oder er weiß es nicht. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was meint ihr? War es bewusst von Elsa oder nicht? Was auch immer Anna passiert ist. Okay, nächste Frage. Charlie, mag Elsa Anna und Olaf überhaupt noch? Das ist ja auch wichtig. Ich weiß ja nicht. Mag sie ihn oder mag sie ihn nicht mehr? Weil wenn ihr was passiert ist oder... Ja? Er mag sie... Nein? Okay, vielleicht sollten wir mal klären, ob Anna momentan in Sicherheit ist. Okay, Charlie, ist Anna momentan in Sicherheit? Oder... Keine Ahnung. Nein? What the... Was ist los? Warum können wir nicht fragen, warum, ey? Warum kann er nur ja, nein sagen? Charlie, mag Anna Elsa? Okay, ich bin gespannt. Ja? Ja, sie mag Elsa. Aber, nein. Und wieder ja? Leute, was meint ihr? Jetzt ist das wieder in der Mitte. Seht ihr das? Was ist passiert? Haben die einen Geschwisterstreit? Also Leute, da will ich mich raushalten. Ehrlich jetzt. Nicht mit mir. Ich will nicht zwischen zwei Fronten geraten, wenn das hier um Schwesternstreit geht, Digga. Okay, als nächstes frage ich jetzt mal das Allerwichtigste. Und zwar, Charlie, hast du Annas Telefonnummer? Ich bin echt gespannt, ob er das beantwortet. Ja, Charlie hat Annas Telefonnummer. Es bewegt sich nicht mehr. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss er es unbedingt rausrücken. Er muss es unbedingt rausrücken. Sie muss mich anschreiben. Charlie, kannst du sie dazu bringen, mich anzuschreiben oder anzurufen? Ich bin gespannt, ob er das kann oder nicht. Und ob er das macht. Ja? Ja? Nein? Ja, das ist wieder so ein Hin und Her. Vielleicht sollte ich nur eine Sache fragen. Vielleicht wäre es besser, nur mal zu fragen, ob Anna mich anschreiben könnte. Und danach werde ich auf jeden Fall das Spiel beenden, Leute. Ist mir echt zu gruselig. Ich versuche gerade Ruhe zu bewahren, ehrlich, die ganze Zeit. Okay, Charlie. Kann Anna mich anschreiben? Hoffentlich geht das. Ja? Er ist auf Ja gelandet. Eindeutig. Charlie, kann ich das Spiel mit dir beenden? Hoffentlich sagt er ja. Nicht, dass er Nein sagt. Ich dreh durch. Ja. Oh mein Gott, danke schön, Charlie. Und tschüss, Charlie. Wo auch immer du bist. Okay, damit ist das Spiel beendet, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt alle Antworten, die wir brauchen. Ey Leute, ich bin echt gespannt, ob Anna jetzt mir schreiben wird. Ob das tatsächlich funktioniert. Also bislang habe ich nichts bekommen. Mir wird nichts angezeigt. Der Ton ging nicht an. Meint ihr, das funktioniert? Ich weiß ja nicht. Also wenn, dann hat Charlie bestimmt auch was damit zu tun gehabt. Das letzte Mal, dass Elsa mich direkt nach dem Spiel angeschrieben hat. Irgendwas muss da sein. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr nach Christoph fragen sollen? Darauf bin ich auch gar nicht mehr eingegangen. Was mit Christoph? Und einige meinten von euch auch noch mit Sven. Ich habe daran auch gar nicht mehr gedacht. Aber hat Sven so eine wichtige Rolle bei Frozen? Weil er hat ja eigentlich mehr was mit Christoph zu tun, nicht mit Elsa so. Olaf hat ja zum Beispiel was mit Elsa auf jeden Fall zu tun. Sie hat ihn ja gebaut damals. Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Hat sie mir jetzt geschrieben? Nee, mir wurde nichts angezeigt. Warte. Ey, mir wurde das nicht angezeigt, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Anna hat mir geschrieben, dieser Absender ist nicht in deinen Kontakten. Da ist ein Bild von Anna drin, da steht, sie ist online. Und da wird mir irgendwie so eine Nummer angezeigt. Moment, ich muss mein Handy eben schnell verbinden. Mit Bildschirmaufnahme, damit ich das aufnehmen kann. Leute, wir müssen jetzt schnell Anna fragen. Oh mein Gott, sie hat mich wirklich angeschrieben. Das hat tatsächlich funktioniert. Oh mein Gott. So, seht ihr das? Mir wird das angezeigt. Einmal ihr Bild. Also eigentlich sieht sie ja ganz sympathisch aus. Auf dem Bild. Aber sie hat diese weiße Strähne da. Seht ihr das? War das nicht im ersten Teil so, dass sie diese weiße Strähne hatte? Oder hat sie die immer noch? Also ich werde jetzt Anna mal einspeichern, damit ich nicht weiter diese Probleme habe, dass mir das Komische hier angezeigt wird. Moment. Ey Leute, sie hat sogar einen Status hier stehen. Hilfe mit einem Schneemann. Emoji. Okay, ich habe sie jetzt gefragt, ob sie Anna ist tatsächlich. Aber muss sie ja, sonst hätte sie das Bild nicht drin. Aber ich will es nochmal von ihr bestätigt bekommen. Mein Gott, Leute. Was ist das? Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das durch Charlie jetzt passiert ist, dass sie mich anschreibt. Ja, ich bin es. Wer bist du? Soll ich hier sagen, wer ich bin? Ich glaube schon, oder? Weil böse ist sie ja nicht. Vielleicht sollte ich mir schreiben, ich habe... Nee, warte, gehört, du bist in Gefahr. Ich glaube das auch mit Olaf, Leute. Sie schreibt. Ja, okay, warte, sie schreibt wieder. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Kannst du mir helfen? Dann hat sie solche traurigen Emojis dahin gemacht.
Was ist los? Ja, was ist passiert? Vielleicht sollten wir auch noch fragen, wo ist Christoph? Leute, wo ist Christoph? Normalerweise ist er doch immer bei seiner Anna. Was ist mit ihm passiert? Ich hätte echt fragen müssen, ob Elsa irgendwas mit Christoph gemacht hat. Elsas Kraft ist außer Kontrolle. Irgendetwas muss passiert sein. Ja, was ist passiert? Und ich bin hier gefangen. Es ist kalt hier. Hä, Leute? Ist sie irgendwo, wo Schnee liegt oder was? Okay, vielleicht sollten wir mal fragen, ist mit Olaf alles in Ordnung momentan? Also ich glaube eher nicht, aber vielleicht erfahren wir dadurch mehr, wenn wir das sie fragen. Vielleicht weiß sie auch, wo er ist. Wenn wir wissen, wo Olaf ist, finden wir auch vielleicht heraus, wo Anna ist. Außer er ist bei ihr, ne? Dann sind wir ein bisschen im Eimer. Ich weiß aber noch nicht mal, ob Olaf überhaupt noch da ist. Digga, da war Schnee und diese Karotte hier. Ich weiß ja nicht, was mit ihm passiert ist, ey. Kann mir das mal jemand erklären? Keiner weiß, was los ist. Nein, ich weiß es nicht. Ich bin alleine. Also Christoph ist damit dann auch nicht bei ihr. Ja, super, toll. Und ich dachte, wir kommen irgendwie weiter, wenn wir ihr das fragen. Aber sie weiß es nicht. Okay, vielleicht können wir sie dazu bringen, uns anzurufen. Kannst du mich vielleicht anrufen? Elsa hat ja mich angerufen. Vielleicht ruft sie einen auch an, wenn man sie darum bittet. Oder Videoanruf. Nein! Geh nicht offline! Bitte geh wieder online, bitte geh wieder online. Ich hätte das vielleicht nicht fragen sollen. Leute, Anna ist offline. Was soll ich jetzt machen? Soll ich Olaf jetzt aufschneiden einfach? Oder soll ich sie anrufen?